Hallo, ich bin Christian. Ich beginne heute in meiner 14. Session mit den Basics zum Thema Autismus, mit der Diagnose. Warum brauchen wir überhaupt eine Diagnose? Die Frage stellt sich Eltern von jungen Kindern mit Autismus natürlich gar nicht, sondern sie erleben einfach, dass ihr Kind nicht so auf sie zugeht und auf andere zugeht wie andere Kinder, dass es sich schwer tut mit dem Erlernen der Sprache. Und sie fragen sich natürlich, woran liegt das? Und wollen ihr Kind von Fachärzten untersuchen lassen. Und das ist natürlich auch richtig so. Denn als erstes müssen wir natürlich wissen, hat das Kind Schwierigkeiten mit dem Hören oder kann es überhaupt richtig sehen? Und wenn sich dann geklärt hat, dass es keine Schwierigkeiten mit den Sinnesorganen gibt, dass dort alles funktioniert, dann ist es auch korrekt zu erwägen, dass eine Form des Autismus vielleicht der Hintergrund dieser Entwicklungsauffälligkeiten ist. Autismus wird dann festgemacht an dem Verhalten des Kindes. Es lassen sich keine biologischen Ursachen, keine medizinischen Ursachen finden. Es gibt dann auch später kein Medikament, das sozusagen die Krankheit oder die Störung des Autismus beheben kann, sondern Autismus gehört damit eigentlich in den Bereich der Behinderung hinein. Und bei Behinderung geht es immer darum, die Umgebung so zu gestalten, dass sie eben möglichst wenig den behinderten Menschen behindert und einschränkt. Bei einem Rollstuhlfahrer ist das sehr klar zu sehen. Wenn wir Treppen vor dem Rathaus haben, wird er natürlich dort nicht hinein können. Ist er durch die Treppe behindert, durch eine Rampe, kann er dieses Hindernis der Treppe, des Aufstiegs vielleicht auch allein bewältigen. Und so muss eigentlich auch Autismus gesehen werden. Wir müssen das Kind und seinen Autismus genau kennenlernen, um zu wissen, welche Umgebung braucht es, um möglichst sich gut zu entwickeln und die Fähigkeiten auszubilden, zu denen es dann auch imstande ist. Und dennoch ist es klar, wir brauchen auch eine medizinische Diagnose, eine medizinische Abklärung und letztendlich auch den Facharzt, der eben auch festlegt, okay, hier ist ein Autismus, hier ist eben auch weitere Hilfe notwendig. Meine Erfahrung ist aber, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Autismus zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens die Diagnose bekommen. Zum einen sind es eben die Eltern, denen sehr früh die Entwicklungsauffälligkeit natürlich dann ins Auge springt. Vor allen Dingen, wenn das Kind eben mit 2 Jahren immer noch nicht sprechen kann. Aber es gibt eben auch Kinder, die erst im Kindergartenalter auffallen, dadurch, dass sie fast die ganze Zeit für sich bleiben und irgendwie Schwierigkeiten haben, mit anderen in Kontakt zu treten. Und auch dort finden Kinder manchmal ihren Weg und werden erst in der Schule auffällig, bis hin, dass manche Menschen mit Autismus überhaupt erst im Erwachsenenalter sich die Frage stellen, haben meine Schwierigkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten, Freundschaften zu schließen, etwas mit Autismus zu tun. Und all diese brauchen dann und möchten dann auch mit jemandem sprechen und eine Entscheidung haben. Ist es ein Autismus oder nicht? Und das bedeutet ja auch das Wort Diagnosis. Es kommt aus dem Griechischen und heißt etwas entscheiden. Durch eine Erkenntnis eine Entscheidung herbeiführen. Und von daher ist es wichtig, dass sich Menschen auf Autismus spezialisieren und das Verhalten der Menschen eben als autistisch beeinträchtigt, ich sag mal beeinträchtigt oder verändert, feststellen können. Und die andere Frage, die auch oft gestellt wird, ist die, warum kommt Autismus eigentlich so häufig vor? Vor 20 Jahren hat kaum jemand über Autismus gesprochen. Mittlerweile haben so viele Menschen Autismus. Werde ich auch selbst immer wieder in den Behörden zum Beispiel gefragt. Jetzt habe ich wieder einen Antrag gestellt auf Autismustherapie. Ja, wo kommen denn die ganzen Autisten her? Ich finde es gar nicht so verwunderlich, sondern ich kenne es mein ganzes Leben lang auch, dass akzeptiert wird, dass Kinder Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Dass es Sprachheilkindergärten gibt, dass es dann auch die Sprachheilschule gibt. Und das ist natürlich nicht verwunderlich, weil Sprache hochkomplex ist und dadurch eben auch Kleinigkeiten dazu führen, dass Kinder Schwierigkeiten haben mit der Sprachentwicklung.
Aber umgekehrt ist es ja genauso, dass unsere soziale Interaktion auch wahnsinnig komplex ist. Unser Gehirn hat 100 Milliarden Nervenzellen. Viele sagen, dass unser Gehirn ist so komplex wie das gesamte Weltall. Ja, das mag sein, aber ich finde, soziale Interaktion ist ja fast noch komplexer, weil hier schließen sich ja mehrere Gehirne zusammen. Und jedes Gehirn hat 100 Milliarden Nervenzellen, hat die Fähigkeit, durch unsere Augen visuelle Informationen bekommen, auditive Informationen, haptische Informationen, alles wird generiert zu einem Gesamtbild und dann wird noch mit den anderen Menschen darüber interagiert. Hochkomplex. Und natürlich braucht es nur einen ganz geringen Schaden, dass vielleicht drei Gehirne merken, das eine Gehirn, ich sage jetzt mal das autistische, hat Schwierigkeiten, ist irgendwie ein bisschen komisch. Und auch dieses Gehirn merkt für sich, Moment, die anderen drei reagieren alle ganz anders als ich. Woran liegt das? Ich finde, wenn wir uns das so klar machen, ist doch irgendwie logisch, dass wir nicht in jedem Fall verstehen können, was ist mit diesen 100 Milliarden Nervenzellen los. Aber umgekehrt ist es oft sehr einfach festzustellen, dass hier doch qualitative Schwierigkeiten sind. Dass derjenige mit Autismus, mit dieser leicht veränderten neuronalen Zusammensetzung seines Gehirns, doch erhebliche Schwierigkeiten hat. Und ich finde es gut, dass das akzeptiert wird, dass dann Autismus eben die Form der, ja, Beschreibung ist, entweder Erkrankung, Störung, Behinderung, wie wir es auch immer nennen wollen, die aber letztendlich dazu führt, dass wir denjenigen, der die Schwierigkeiten hat, auch ernst nehmen können. Und dass derjenige eben dann auch sich auf den Weg machen kann und sich Hilfe suchen kann, versuchen kann, Menschen kennenzulernen, die ähnliche Schwierigkeiten haben. Oder eben mal mit jemandem zu sprechen, mit den sogenannten Experten, der zeigen, der vielleicht mit dem sie durchgehen können, was fällt ihnen denn schwer? Was ist denn das, was deine Form des Autismus ausmacht? Und genauso, es sollte genauso selbstverständlich sein, wie eben, dass wir einen barrierefreien Weg zum Rathaus schaffen für Rollstuhlfahrer. So, und was ich eben beschrieben habe, dass Autismus eine Störung ist, die man letztendlich aber auch gut feststellen kann, das möchte ich in meiner 15. Session tatsächlich an den konkreten Diagnosekriterien auch näher vorstellen. Für heute sage ich Tschüss.